Hallo, ihr Quirlinge! Baron Dringi, der Erste von Quirlan, hat noch Shainihas komische Geschichten im Ohr. Aber jetzt gilt es wieder, sich zu sammeln, denn die Helden sind am Alt-Ahorn, da ist was passiert. Eobald der Eiserne ist dort angeblich irgendwo und wir haben einen schönen Buff. Das ist der Buff durch Verteidiger des Landes. Ah ja, gut. Ja, schön. Geht mal da rein. Eobald der Eifrige wartet dort, bedrängt von Pitaxianern. Und die haben in Gwirland Masor gerade gar nichts zu suchen. Kann ich auf der Karte schon erkennen, wo das hier sein soll? Kann ich nicht. Dann müssen wir schauen. Dringil, hast du Kopfwampf aktiv? Jetzt hast du ihn. Ich betrete eine Karte und es fängt nicht an zu regnen. Das müssen wir uns am Veränderhut anstreichen hier. Eobald, der Eigensinnige, wo bist du? Eobald. Oh. Was? Das sind 1000 Füßler? Esch, der freie Hirte. Eine Gruppe junger Knaben und Mädchen spielt auf Lauten, während eine Horde 100 Füße um sie herumkreist, mit den Hörnern wackelt und zur Musik zischt. Daneben steht eine fette Milbe. Daneben steht eine fette Milbe. Nee, hier ist nur Winzling. Naja, daneben steht eine fette Milbe und lauscht dem eigenartigen Konzert mit einem seligen Lächeln. Mutzak, schön, spielt, spielt! Eobald, der Einsichtige, hab Mitleid mit ihnen. Seht doch ihre Finger an, sie bluten. Ein alter, grauhaariger Mann unter den Musikern fleht die Milbe an. Was ist, wieso denn Milbe? Das ist kein Winzling und keine Milbe. Naja, Esch, der freie Hirte. Also die Milbe ist Esch, der freie Hirte. Wer nicht spielen kann, kann Essen sein. Süße Pedik. Pedikens? Was ist denn das? Nicht essen sein wollen, weiterspielen. Verschwinde, bevor ich eure 100 Füße in Stücke schneide. Hey Milbe, wer seid ihr? Ich Esch, freier Hirte. Herumgehen, Herde hüten, beste Pedikzenz im ganzen Wald, könnte alle fragen. Kennt ihr Königin Bda? Kenne keine Königin, Esch sich nicht vor Königen verneigt. Gehe, wo ich will, ist so. Wessen Leichen sind das? Warum wissen? Banditen, erst Mutzischuhen mit Messern jagen, dann Pedizenz. Angreifen. Ach, Pedisens, das sind vielleicht diese 1100 Füßer hier irgendwie, die hat. Also erst Mutzischuhen mit Messern jagen, dann Pedisens angreifen. Sicher, wir nicht ablehnen kostenloses Essen. Oder, Süße, oder? Was macht ihr mit diesen Musikern? Mutzak hören, gute Mutzak. Ich gut und Pedisens gut vor Mahlzeit. Mutzak ist Musik. Mutzischuhen sind dann wohl Musikanten oder was? Das ist ja nicht zu verstehen hier. Professor Eobald nehme ich an. Euer Gnaden? Lindsay, Schelin sei gepriesen. Ich flehe euch an, rettet uns vor diesem Musikliebhaber. Wisst ihr denn nicht, dass 100 Füße von Musik Verstopfungen bekommen? Und Durchfall von Barden. Seht nur, wie dünn diese Barden sind. Wenn ihr sie gehen lasst, gebe ich euch stattdessen viel gutes Essen. Nö. Hey Gonga, komm, hilf mir.
einschüchtern. Hoffentlich trinken wir mindestens eine 3 Würfel. Ich weiß, es ist schwer für dich, aber probier's mal. Verschwindet, bevor ich eure 100 Füße in Stücke schneide. Puh, Schwein gehabt. Was hast du denn gewürfelt? Eine 19, ist ja nicht zu fassen. Hey, hey, warum schneiden? Warum so zornig? Genug? Geht, Süße, geht lieber. Oder geht lieber. Niemand hier mag uns. Wer hat gesagt, dass er aufhören soll zu spielen, hä? Huh? Huh? Das hat keiner gesagt. Okay, also ich hatte das so verstanden, dass das Pitax-Leute hier, also aber... Also, focus on the goal. Also irgendwie ist es komisch. Das war doch kein pitaxianischer Dissidentenfänger. Das Gesicht des Todmannes ist eine Maske des Entsetzens. Der Leichnam ist mit Brandmal übersät. Achso, das war noch hier von da oben. Stimmt, das war noch hier dieser Earl Grey da oben. Und die kann man nicht untersuchen. Alondi. Ach, Alondi ist auch da. Ah, mit dem Chef sprechen wir. Eobald, der Einsichtige. Seht mal, wer da ist. Lindsay. Und ist das seine Gnaden? Ja, ist er. Gepriesen seien alle guten Götter. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Noch ein wenig länger und ich wäre erledigt gewesen. Ach, und bitte erlaubt mir, euch zur Eröffnung eures eigenen Verlags zu beglückwünschen. Wenn auch mit einiger Verspätung. Ich hatte das Vergnügen, eines eurer Bücher zu lesen, das nach Pitax gelangt war. Und ich muss sagen, ihr habt viel gelernt. Eure Wahl an Autoren und Büchern deutet auf einen exquisiten Literaturgeschmack hin. Und Lindsay, Lehrer, ich bin so froh, euch zu sehen. Unglaublich, dass dieser talentbefreite Irovetti euch aus der Akademie geworfen hat. Ich wünschte, jeder könnte sehen, was für ein Philanthrop und Kunstmäzen er wirklich ist. Seine Tricks könnten ein ganzes Buch füllen. Und Eobald. Wisst ihr, Lindsay, das ist gar keine so schlechte Idee. Ich kenne viele Details, wie viel Schaden der König über seine eigene Akademie gebracht hat. Wenn ihr zwischen all euren Abenteuern die Zeit findet, würde ich mich gerne mit euch zusammensetzen und ein solches Buch mit euch schreiben, zumal ihr nun einen eigenen Verlag besitzt. Und Lindsay, wirklich? Ihr wollt mit mir an einem Buch arbeiten? Natürlich finde ich die Zeit dafür. Brechen wir so bald wie möglich zur Hauptstadt auf. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen. Und Alondi, heil dem Baron! Nun, da wir alle... Alondi verstummt, als er Lindsays durchdringenden Blick sieht. Stimmt. Stimmt etwas nicht? Und Lindsay... Ihr erinnert euch nicht einmal an mich, was? Natürlich nicht. Aber ich werde euch nie vergessen. Ihr habt mit euren Freunden meine Jahre an der Akademie vergiftet. Ihr habt meine Sachen versteckt, meine Bücher zerrissen, mich mit Tinte bespritzt, mich in den Brunnen getaucht. Und nun habt ihr die Nerven, euch hier blicken zu lassen? Wollt ihr vielleicht auch noch um eine Anstellung im Verlag bitten? Was habt ihr zu eurer Verteidigung vorzubringen, Alondi? Was soll ich sagen? Wir waren Schüler. Wir haben manchmal Späße getrieben, Witze gemacht. Manchmal waren sie grob und dumm. Es tut mir leid, Lindsay. Ich schäme mich für mein Verhalten. Ich hätte euch das nie antun dürfen. Ach, und damit ist die Geschichte jetzt völlig erledigt, oder was? Und Lindsay. Ihr könnt euch eure Entschuldigung schön tief in... Du hörst Tränen in Lindsays Stimme. Und ihr bald. Bitte, Lindsay. Wir sind eurer Gnaden ausgeliefert. Wollt ihr wirklich so tief sinken, Rache zu nehmen? Habt ihr das aus meinen Vorlesungen mitgenommen? Und Christian. Lehrt Schelin selbst nicht, dass man jenen, die um Gnade bitten, diese nicht verwehren darf? Das ist, also ehrlich. Das hieß ja, geht einer mordend durch die Stadt und bittet dann noch mit dem bluttriefenden Messer in der Hand um Gnade und dann gewährt man sie ihm. Oder das ist ein leichtes Leben dann für Serienmörder. Toll. Tolle Logik. Ach ja, Professor Eobald, ist es wahr? Und Eobald, ich würde es natürlich nie wagen, unsere liebe Lindsay der Lüge zu bezichtigen. Aber ich weiß nichts von diesen Anschuldigungen. Alondi hat sich mir gegenüber immer tadellos verhalten. Er ist ein wunderbarer Dichter und Musiker und er war immer höflich. Hätte er nicht sein Leben riskiert, um uns in die Hauptstadt zu bringen, wären wir alle tot. Alondi, habt ihr wirklich eine Kameradin auf diese Weise behandelt? Schämt euch! Das hätte ich nicht von euch gedacht. Was wollt ihr mit ihm machen, Lindsay?
Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, Lehrer, aber ich kann es nicht ertragen, ihn anzusehen. Soll er hingehen, wohin er will? Nach Restov, nach Mivon oder auch nach Absalom, mir ist es gleich. Ich gebe ihm sogar Geld für die Reise, nur damit ich seine Visage nicht mehr sehen muss. Und Eobald. Lindsay, Eobald verschränkt die Hände vor dem Körper. Ich verstehe, dass ihr verletzt seid. Und auch mich trifft ein Teil der Schuld. Hätten die anderen Lehrer und ich ebenso auf das Verhalten der Schüler geachtet wie auf ihre Noten. Eobald schließt die Augen und atmet tief durch. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber bitte blickt in euer Herz und versucht, Alondi zu vergeben. Er ist ein außergewöhnlicher Dichter. Gestattet ihm, für sein Verhalten zu büßen. Bringt ein wenig Güte und Licht in eure Baronie. Und Lindsay. Ich. Lehrer. Ich weiß es nicht. Lindsay blickt zu dir. Was soll ich tun? Vielleicht sollte ich ihm vergeben? Ihn seine genialen Verse schreiben lassen? Diesen Abschaum? Und Regonga mischt sich ein. Achtung, Achtung, Achtung. Regonga sagt, jetzt hör mal, Mädchen. Ratschläge sind meistens nicht viel wert. Aber diesen hier habe ich mit der Haut auf meinem Rücken bezahlt. Vergebt ihm nicht. Die Leute ändern sich nicht. Er war ein Stück Scheiße und er wird ein Stück Scheiße bleiben, ob er ihm eine Chance gibt oder 100. Tringil hält sich erstmal noch raus. Kann diesmal, also er hat ja in der Vergangenheit Regongas Einwände und Meinungen eigentlich bisher fast immer vom Tisch gewischt, bis auf die Sache mit Maestro Janusz, da war ja auch dafür, ihn zu verfolgen und nicht die Sklaven zu retten. Aber diesmal ist wieder so ein Punkt erreicht, wo Trinkil aus eigener Erfahrung sagt, naja, also so ganz Unrecht hat Regonga hier nicht. Verzeiht ihm, gib mir die Chance, seine Taten zu bereuen. Neutral ist eure Entscheidung. Also selbst wenn Regonga jetzt nichts Bedenkenswertes gesagt hätte, hätte Dringir die neutrale, gute Antwort hier nicht gegeben, weil es ist nicht sein Bier hier. Das muss Lindsay entscheiden. Kodisch neutral. Ihr müsst ihm nicht vergeben. Ganz gleich, wie wunderbar seine Gichtil auch sein mögen. Ihr braucht Leute wie ihn nicht in meiner... Oder ich brauche Leute wie ihn nicht in meiner Baronie. Aha. Gaudisch böse. Alondi angreifen. Hat es euch Vergnügen bereitet, Lehnen sie zu tyrannisieren? Nun, werde ich mich ein wenig vergnügen. Oh Mann. Also sagen wir mal so. Trigir selbst wäre das, was Lindsay passiert ist, nicht passiert, was aber auch an ihrer Körperstatur liegen kann. Sie ist ja Halbling. Und was soll sie einem sich anderen auch noch als Frau? Typischerweise geringere Muskulatur als ein männlicher Vertreter des gleichen Geschlechts und der gleichen Rasse, meine ich natürlich. Ein männlicher Vertreter des gleichen Geschlechts, das ist komisch. Auf jeden Fall Alondi, größer, andere Rasse, Mann. Was, und dann auch noch mit Kumpels. Was soll sie ihm entgegenhalten? Dennoch ist Dringel ja nicht irgendwie die verkörperte Polizei und jemand, der hier irgendwie alle moralischen Verfehlungen der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft ahndet. Deswegen würde er hier hinten auf jeden Fall nicht angreifen. Und er würde auch nicht dieses Neutralgut sagen, weil das einfach ihn hier nicht berührt, diese ganze Geschichte. Und er macht sich das auch nicht zu eigen. Also Lindsay die Entscheidung überlassen oder sagen, dass der Typ gehen soll. Nee, ich glaube, das muss Lindsay entscheiden. Das ist, Trinkiel ist das völlig egal. Neutral, es ist eure Entscheidung, Lindsay. Lindsay deutet in Richtung Wald. Verschwindet. Eure Gedichte scheren mich einen Dreck. Ich kann nicht vergessen, wie ihr meine zerrissen habt. Alondi senkt den Kopf, wie ihr wünscht. Aber es tut mir wirklich leid. Tja, setz dir mal Feuer überlegen sollen, du Depp. Nun, euer Gnaden. Lindsay, das ist euer gutes Recht. Und Lindsay, reisen wir zurück in die Hauptstadt. Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit an dem Buch zu beginnen, Lehrer. So, Verräter. Ach, das war's schon. Mehr muss ich gar nicht machen. Aber ich verstehe die Quest an einer Stelle überhaupt nicht. Moment mal. Irgendwo ist die Quest krumm. Oder man will mir hier was einen Bären aufbinden. Trinkiel ist ja ohnehin gerade in dem Modus, die Regenwürmer husten zu hören.
Und dazu gehört, dass ich die Queste finde. Irgendwann mal tue ich es auch. Hier. Das war hier noch Preis der Neugier. Brücken einreißen. Verräter. Eobald und seine Schüler bei Alt-Aaron finden. Es hieß hier oben, Professor Eobald, der Einsichtige, ist eines der weisesten und angesehensten Mitglieder der Akademie der Künste in Pitax. Er hat mir die Augen geöffnet, mich die höhere Berufung der Bardenkunst gelehrt, die Macht der Worte und die Verantwortung, die auf den Schultern eines Schriftstellers lastet. Grauenhafter Satz. Mein Lehrer würde mir eine katastrophale Note dafür geben. Unwichtig, ich korrigiere das später. Ich finde keine Worte dafür, wie überrascht ich war zu erfahren, dass diese Säule der Bildung aus der Akademie ausgeschlossen worden war. Selbst seine Schüler waren gezwungen, vor König Irovetis Zorn zu fliehen. Wir sind verpflichtet, ihnen zu helfen. Die Freude, meinen alten Lehrer wiederzusehen, wurde ein wenig dadurch getrübt, auch einen Widersacher wiederzusehen. Doch wichtig ist nur, dass Eobald der Einsichtige in Sicherheit ist. Er wird jetzt in der Hauptstadt leben und nicht nur das. Er hat angeboten, mit mir gemeinsam ein Buch zu verfassen, das Irovetis Gräueltaten aufdeckt. Aha, unsere Namen auf demselben Einband. Ich bin außer mir vor Freude. Wir müssen uns rasch an die Arbeit machen. Also ich bin mir absolut sicher, dass Alondi im Thronsaal erzählt hat, dass die Pitax-Häscher irgendwie denen auf den Fersen wären, dass sie quasi von denen eingeholt worden sind. Und nicht von irgendeinem, dass sie nicht irgendeinem komischen Tausendfüßer haltenden Winzling über den Weg gelaufen wären, der irgendwie völlig gaga Musik hören will den ganzen Tag. Hier, Irovetis Halsabschneider haben meinen alten Lehrer bei Aachen überfallen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist doch alles nicht richtig. Oder waren das hier Irovetis Halsabschneider und die sind von diesem Winzling mit seinen Tausendfüßern dann kaputt gemacht worden? Also allenfalls das, aber ich habe dieses Gequatsche von diesem Winzling dann halt irgendwie nicht richtig verstanden. Also es scheint wohl so gewesen zu sein, denn offenbar hat ja Eobald, der Enthemmte, der hat ja hier offenbar kein Opfer gehabt, also seine Schüler waren ja alle noch da. Er hat ja nicht gesagt, dass schon welche zum Opfer gefallen wären. Dann sind das hier wohl die Irovetti-Schergen und die sind schon von diesem Winzling aus dem Weg geräumt worden. Vielleicht, wenn man früher gekommen wäre hierher, hätte man vielleicht noch tatsächlich diese Irovetti-Leute selber angetroffen. Und der Winzling wäre noch nicht da gewesen. Das kann sein. Wir haben ja schon ein bisschen Zeit vertrödelt. Aber wie dem auch sei, das ist jetzt gerade nicht so das Allerwichtigste, was zu tun wäre. Stattdessen geht es mal in die nächste Windrose, die schickerweise genau hier ist. Und während Eobald der Eifersüchtige zurück nach, oder erstmalig nach Kleingewirrstadt läuft, machen sich die Helden auf gen Norden. Und zwar gibt es da Olex Handelsposten und da gibt es was mit Goblins zu erledigen. 13 Stunden. Gelb oder nicht gelb? Das ist ja die Frage. Kein Gelb. Dann kläre ich über die Angelegenheit hier. Sieht alles normal aus. In due time. Oh mein Gott. Goblins und ein Goblin namens Langbein. Oh je. Red du mal mit dem. Ein grässliches Bild bietet sich in deinen Augen. Ein zerlumpter Haufen Goblins, ein heftiger Schluck auf, schüttelt sie. Und sobald sie lachen, unterbricht er sie schon wieder. Die Luft ist schwanger mit dem Dunst von Alkohol. Fliegen liegen tot im Schmutz. Und zu allem Überfluss riecht es sonderbar nach Essig. Allem Anschein nach sind die Goblins irgendwie an Olex Vorräte gekommen und haben sie ausgiebigst gekostet. Überall verstreut liegen die Splitter zerborstener Fässer. Kein einziges wurde verschont.
Knock, knock, begutachtet den Haufen Goblins, dann schaut er dich achselzuckend an. Kein Problem hier, normaler Tag für Stamm, an Feiertagen ist viel schlimmer. Regonga, ha! So ein Fest wäre großartig. Ich glaube, die Burschen hätten nicht einmal etwas dagegen, wenn ich ihre Freunde ein wenig röste. Du willst ja schon wieder einen Goblin braten. Erst willst du Knock-Knock kochen, jetzt willst du dir einen rösten, oder wie? Nein, der Gonga meint, dass er da einen Feuerball reinwirft, ist mir auch klar. Ist das dein Stamm? Knock-Knock schnieft. Ja, er schnieft wieder und der Essiggeruch wird aufdringlicher. Sie das hier als Zuhause markiert haben. Es schwer werden, sie dazu bringen, zu Hause zu verlassen. Obwohl, er schaut sich missbilligend um. Es viel kleiner als Hauptstadt. Hauptstadt mehr Platz für sie hätte. Nicht gestapelt liegen müssten. Überall betrunken liegen können. Oh mein Gott. Ich muss jetzt die Hauptstadt... Oh, oh je. Knock Knock wendet sich an einen der ineinander verkeilten Goblins. Du, Langläuferbein, warum du aufhören mit Laufen? Warum hier niederlassen? Der Goblin hebt leicht das Haupt, seine winzigen Augen sind gerötet, seine Beine sind tatsächlich außergewöhnlich lang und zurückgebeugt wie die eines Grashüpfers. Wir gejagt worden, keinen Ort zu niederlassen fanden, hungrig geworden, dann gefangen und dann uns hierher schicken und jetzt geschnappt von wem? Fettschenkel, größer als du! Langbein blinzelt und kratzt sich mit dem Zeh an der Schläfe, wie geht denn das? Fetter, besser riechen, großer Knüppel, Schafe essen. Wir von seinen Schafen etwas abhaben wollten, also wir eines, ein ganz kleines, in der Nacht geholt haben, als er schnarchen, aber wir nicht zuerst fragen, also er wütend. Nachdem die Hälfte von uns gefressen, er so voll, dass er gewillt zu handeln, er sagen, wenn wir ihm etwas finden, mit dem er kann andere Goblins runterspülen, die immer noch in seinem Bauch sich winden, er uns gehen lassen. Wir kennen Ort hier an Posten, aber mussten Fässer erst probieren, damit sicher sein. Oh je. Vertreibe sie doch, ich werde es selbst tun. Und Knock Knock. Du zuhören. Knock Knock, großer Held. Du machst, was Knock Knock sagt, aber Knock Knock runzelt die Stirn. Sein Ohr zuckt. Mir sagen, wo Fettschenkel jetzt sein, wann er dich zurückerwartet. Fettschenkel dir etwa Geff. Hallo, Fettschenkel. Munguk. Just in diesem Moment wird eine weitere Welle fauliger Luft herangetragen und ein Schatten fällt auf den Boden. Alle Goblins im Haufen erheben die Häupter und blicken einen hochaufragenden Hügelriesen, der in bunt zusammengewürfelte Lumpen gehüllt und mit einer Halskette aus Händen und Schädeln geschmückt ist und einen behelfsmäßigen Knüppel bei sich trägt, der aus mehreren mit Seilen zusammengebundenen Holzstücken gefertigt wurde. Oh je. Er sieht äußerst verärgert aus und das nicht nur wegen des Haufens Goblins, sondern vielmehr auch wegen der geleerten Fässer. Das er sein, verkündet Langbein, wenig hilfreich. Nun, sieht so aus, als ginge es um mehr als ein paar Goblins zu erledigen. Gut. Das verstehe ich nicht. Chaotisch neutral, das dürfte lustig werden. Also Dringil ist sauer, dass Olex Handelsposten, der hier Steuern an die Baronie Gewirland zahlt, hier derartig verheert worden ist, weil das jetzt hier die Staatskasse schädigen wird. Denn diese Verluste wird natürlich der gute Oleg von der Steuer absetzen und deswegen hat Dringel hier ganz, ganz wenig Gegenliebe für diese Goblins. Deswegen chaotisch neutral. Das dürfte lustig werden. Mal sehen, wie das endet. Der Hügelriese wendet sich dir zu, zeigt herausfordernd auf sich selbst und gibt ein grollendes Knurren von sich, das sich wie Mnguk anhört. Wendet sich dann den Goblins zu und greift unter immer lauterem Knurren noch fester seine Keule. Er zeigt erst auf die Goblins, dann auf seinen Bauch. An seiner Absicht besteht kein Zweifel. Die Goblins, selbst Langbein, reagieren nicht. Noch immer wirken sie wie erstarrt, ihre Augen weit aufgerissen. Plötzlich stößt Langbein ein schrilles Quieken aus und zeigt auf Knock Knock. Er, unser Anführer! Er, ein Held! Er uns alles trinken lassen, was wir versprochen. Und
Er auch uns gezwungen, dein Schaf essen. Du ihn und hässliche Begleitung fressen. Das war euer Todesurteil. Der Hügelriese klopft und hebt seine Keule. Er dreht sich zu dir und Nock-Nock, schiebt das Kinn vor und trommelt sich auf die Brust. Dabei gibt er ein lautes Grunzen von sich, das ganz wie eine Herausforderung klingt. Nock-Nock blinzelt. Er, Munguk, sagen. Er nicht in Stimmung verteilen. Er sagen die Halbschenkel, ihre Eingeweide erfressen. Du verstehst ihn? Ja, Nock-Nock schaut beschämt rein. Schon mal von Hügelriesen gefangen, mich als Spielzeug für ihr Kind gehalten, bis ich ausreiß. Das wusste ich ja noch gar nicht. Er versteht Hügelriesisch. Als Tristian Nock-Nocks Worte hört, verzieht er das Gesicht und schüttelt traurig den Kopf. Nun tu doch etwas, oder? Nö, nach dieser hinterlistigen Aussage von diesem langen Bein da hinten. Von mir aus kann er sich gerne alle fressen. Und Nock Nock. Er sagen, er alle Halbschenkel fressen. Dich eingeschossen. Für ihn, du Halbschenkel. Das kann er gerne mal probieren, wenn er mit den Droplins durch ist. Hand auf deine Waffe legen. Zurück, Monster, oder ich töten euch. Auch wenn Munguk dich nicht verstehen mag, wüsste er gerne, was seine Absichten sind. Er knurrt und hebt seine Knüppel und knurrt wieder. Nun tu doch etwas. Nock Nock zögert einen Moment, öffnet seine Hand und tippt sich mit einem Finger auf die Handfläche. Plötzlich merkt er, dass er gerade die goblinsche Geste für Handel gemacht hat. Du glaubst, er fragt Munguk, was er will. Aber es geht nicht um Nahrung, sondern um Währung, um etwas von Wert. Munguk sieht überraschend traurig aus. Seine Brauen ziehen sich zusammen und er lässt ein tiefes Grunzen hören. Sein Zorn scheint sich gelegt zu haben und er starrt nur noch leise grummelt mit halbgeschlossenen Augen ins Leere. Er scheint nicht betrunken zu sein, nur traurig. Er knurrt, seufzt tief und lässt den Atem mit einem langen Grummeln entweichen. Was? Nock Nock nickt, hört zu und übersetzt dann, glaubst du zumindest. Munguk nicht glücklich, er nicht hungrig, nur einsam. Er sagen, kommen, weil Partner finden und glücklich werden wollen. Nock Nock krümpft angewidert die Nase und erzittert. Dennoch spricht er weiter. Aber wenn er kommen, keine Gemahlin und Goblins seine liebsten Halbschaf-Eingeweide wegnehmen und Schnaps austrinken, wegen dem er sie schicken und er leer ausgehen. Kannst du ihm bitte sagen, er soll sich woanders nach einer Frau umsehen? Nock Nock zuckt mit den Schultern und knurrt mehrmals und zeichnet langsam die Form eines Sacks in die Luft. Dann deutet er auf das Tor der Festung. Munguk schüttelt langsam den Kopf, seufzt erneut und knurrt leise. Nock Nock schüttelt den Kopf. Nein. Er sagte, er habe überall nachgeschaut. Schick ihn einfach irgendwo hin. Nock Nock nickt zögerlich, denkt kurz nach und knurrt fragend. Munguk sieht verwirrt aus und Nock Nock wiederholt sich mit etwas mehr Nachdruck. Er zeichnet mit dem Finger über seine Handfläche, als ob er ihm eine Karte zeigen würde. Der Riese schaut sie mit trübem Blick an. Oh, jetzt ist die Gesinnung wieder chaotisch neutral. Welcome back, Dringil. Munguk. Munguk nimmt dies dumpf auf und blickt dann auf die Goblins. Er grunzt abfällig und schaut Nock Nock schulterzuckend an. Dann schultert er zu deiner Überraschung seine Keule und schlurft von dannen. Was hast du zu ihm gesagt? Einfach mit Worten Vernunft beibringen, wie echter Held. Nock Nock bläst sie triumphierend auf. Munguk in Hauptstadt schicken. Oh. Nein! Ah. Munguk in Hauptstadt schicken, da jede Menge Frauen. Da alles, was er braucht, um Gemahlin zu finden. Oh. Naja, wir haben ja Wachen an der Hauptstadt. Valerie, Dringil. Vielleicht ist es an der Zeit, diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen. Dieser Streich ist zu weit gegangen. Das glaube ich allmählich auch.
Ich kann hier nur sagen, chaotisch neutral. Bist du wirklich so ein Idiot? Ach, vergiss es, natürlich bist du das. Knock Knock wirkt nun weniger aufgeblasen, seine Ohren hängen herab. Ich nicht guten Rat gegeben. Aber wenn Held heißt, gut im Vertreiben von Riesen sein, dann Knock Knock guter Held, oder? Oh mein Gott, neues Ereignis. Munguks Rausch, Raserei. Die Goblins im Haufen werden langsam nüchtern und stachen allesamt auf dich, während sie Knock Knock ignorieren. Oh. Die Goblins scheinen darauf vorbereitet zu sein, die Flucht zu ergreifen. Du siehst, wie Langbein sich langsam aus dem Knäuel befreit, um loszurennen. Du bemerkst, dass einige Kobolde Knock Knock mit einer seltsamen Faszination betrachten. Sein Umgang mit dem Riesen muss sie beeindruckt haben. Keiner bewegt sich. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir nirgendwo hingehen, sagt Langbein langsam. Wir nirgendwo hin können. Vielleicht alle hier bleiben? Er klingt hoffnungsvoll. Nein. Knock Knock, kümmere dich um deinen Stamm. Gerade habe ich Knock Knock die Sache mit dem Riesen regeln lassen. Und das hat dazu geführt, dass er den Riesen in die Hauptstadt schickt. Ich traue mich nicht, Knock Knock jetzt wieder freie Hand zu geben. Augen zu und durch. Knock Knock, kümmere dich um deinen Stamm. Knock Knock tritt vor und gibt zischende Laut von sich, um Aufmerksamkeit zu erregen. Alle Goblins starren ihn wie gebannt an. Als sie endlich ihn anschauen, verengen sich seine Augen und er zieht jedem von ihnen eins über den Schädel. Und zwar ohne Gnade. Sie zucken, aber sagen nichts, bis auf das schwache Stöhnen eines Goblins, der nüchterner als der Rest zu sein scheint. Ich handel vor Starken. Ihr zu größerem Ort weiterziehen oder ich euch wieder hauen. Ich euch zeigen. Die Goblins starren ihn mit leerem Blick an und Knock Knock seufzt. Ich, großer Held, mir folgen. Ich euch einen neuen Ort führen. Die Goblins nicken zustimmend und beginnen sich zu entwirren. Einige reiben sich die Schläfen, doch sie tun, was Knock Knock sagt. Knock Knock wendet sich dir zu. Großer Held, Knock Knock, sich um sie kümmern, alles gut. Ich kann nur hoffen, dass du sie nicht in die Hauptstadt bringst, wie Munguk. Knock Knock hält inne und blickt dann. Hauptstadt, keine schlechte Idee. Ihr alle, los, ab zur Hauptstadt. Knock Knock, es befehlen, bitte geht es. Ich werde noch rammdösig. Zu deinem Schrecken stieben die Kobolde in alle Richtungen auseinander. Nur nicht in die deiner Hauptstadt. Was? Ist doch gut, oder? Wie die laufen. Es sind die jetzt, also laufen die jetzt zur Hauptstadt oder laufen sie nicht zur Hauptstadt? Ich verstehe es nicht. Eieiei. Was habe ich da gerade gesehen? Betrunkene Goblins bei Oleg. Dann den ebenfalls betrunkenen Riesen und Knock Knock mittendrin. Zu seiner Ehrenrettung muss ich anfügen, dass alles irgendwie ein gutes Ende nahm, wenn man von dem Goblin-Stamm einmal absieht, der um unsere Hauptstadt herumschleicht. Also doch Hauptstadt. Aber wenigstens lebt Oleg noch. Apropos Oleg, wo ist denn Oleg? Oleg, wo bist du? Mal tropfen, du kannst wieder rauskommen und aufräumen. Es stinkt hier zwar nach Essig und hier liegen überall tote Fliegen herum. Deine Vorräte waren einmal, aber du kannst dich wieder raustrauen. Ah, ich glaube, der ist nicht da. Wenn der da wäre, dann hätte man das gehört. Oder das Spiel hätte mir den gezeigt, dass er hier irgendwo auf dem Dach hockt oder so. Der ist nicht hier. Oh. Ich habe sowohl einen Riesen als auch Goblins in der Hauptstadt. Ist es nicht toll? Das hat ja wunderbar funktioniert. Ja, liebe Gewährlinge. Mit dieser diplomatischen Glanzleistung verabschiedet sich der Herr Baron. Wir gehen mal gerade noch auf die Überland- und Reisekarte. Oh, jetzt hätte ich fast auf alles einsammeln geklickt. Das wäre böse gewesen. Ja, wir gehen auf die Überlandkarte und dann mal überlegen. Es geht jetzt als nächstes zurück nach Kleingwirrstadt, weil ich von, also ich will als nächstes in Richtung Dunkelwacht wieder, aber ich habe in Gwirrstadt zu schauen, was mit diesem Riesen da ist. Ich habe ja ein neues Ereignis gehabt
Und ich muss einen Brief abgeben bei Hasshoff. Ich muss mit dem Geschichtenerzähler reden und ich muss mit Ekondario reden und gucken, ob irgendwelche Goblins dort ihr Unwesen treiben. Und vielleicht schaffen wir es ja noch bis zur Hauptstadt. Mach mal hier euer Ding. Das kriegt ihr wohl noch hin. Neues Ereignis, das gucke ich mir jetzt aber nicht an. Das kann die paar Stunden auch noch warten. Zumal tagemäßig sowieso noch der gleiche Tag sein wird, wenn ich es mir anschaue. Und ohne Gilb erreichen die Helden kein Querstadt und werden sie betreten, aber erst im nächsten Teil. Bis dahin!